Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Das allererste Video mit meinem nagelneuen PC. Jawohl, I'm back in business, baby. Ich habe jetzt meine Zeit nicht angestellt, aber das ist nicht so schlimm. Schaut mal, wie flüssig das alles läuft und das ganz ohne Lags. Ich bin so happy, das glaubt ihr gar nicht, ey. Die Tage des Lagens sind gezählt und ich hoffe einfach, dass ich das hier nicht nur als Testvideo, sondern wo laufe ich eigentlich hin? Laufe ich falsch? Ich laufe total falsch, oder? Ihr könnt es mir ruhig sagen, Leute. Laufe ich falsch? Hier war auf jeden Fall das Zwergen... Nee. Genau, hier... Na, ich laufe falsch. Und los. Definitiv. Mir nach. Ich bin einfach so aufgeregt, Leute. Seht nur, wie flüssig. Ich kann endlich mit 60 FPS aufnehmen, ohne dass die Frames komplett in den Keller droppen. Schnell. Droppen vor allem, ne? Droppen. Voll deutsch hier. Und los. Oh Mann, ich bin so unfassbar glücklich. Seht das hier als kleines Testvideo an, deswegen wird das Video wahrscheinlich auch nicht so lang sein. Ich glaube, ich muss den Sound noch mal ein bisschen... runterstellen, Soundeffekte ein bisschen runter, Sprache bleibt so, kann alles auf hoch machen, ey. Ohne dass es laggt, ach ja. Hier sind sogar die Schatten hier auf dem Ding. Das sollte glaube ich nicht so sein. Okay, ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss, um ehrlich zu sein. Folgt mir. Schnell. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, die Schatten irritieren mich schon ein bisschen. Ich glaube, die stelle ich wieder ein bisschen runter gleich. Hier ist das... Genau, und da muss ich jetzt da, glaube ich, runter. Wo bin ich da? Ja, das letzte Mal. Wo waren wir das letzte Mal? Das ist doch eine gute Frage. Das letzte Mal, wir waren immer noch in der, auf der Schattengrenze und haben versucht, also haben die Zwerge getroffen, soweit ich mich erinnern kann. Das letzte Video ist ja schon etwas her. Ich glaube, ich muss hier runter. Genau, hier ist das Portal. Mir nach. Und ja, das letzte Mal vorwärts. Haben wir die Dunkelelfen hier besiegt. Schnell. Und aha, hier ist das Tor. Hier ist der erste schwarze Turm. Folgt mir. Ich hoffe. Sofort. Ich kann hier. Ich glaube, ich schicke mal meine Helden vor, weil das ist. Das ist nur ein schwarz. Das ist nur ein Hexaturm, ne? Ja, das ist nur ein Hexaturm. Nein, euch nicht. Euch. Folgt mir. Dein Leben ist verwirrt. Greift sie an! Euch mache ich mal. Oh. Okay. Auf mein Kommando. Vorwärts. In die Schlacht. Oh, die machen ganz schön Schaden. Scheiße. Er stirbt gleich. Borondir darf nicht sterben. Du bleibst hier. Du bleibst bitte da. Auf mein Kommando. Ich werde dich gleich ansprechen, aber... Haltet durch, Männer. Ich werde gleich erstmal den Gargoyle da besiegen. Ich sehe nämlich gerade schon, der ist ja für die Quest... Oh nein, sag bloß, du regenerierst dich nicht. Bereit. In die Schlacht. Bitte regenerier dich wieder. Ah, ich kann gleich neu laden. Das ist zum Kotzen. Und los. Du gehst hier hin. Wird sofort ausgeführt. Greift sie an. Wir werden angegriffen. Für die Rune. Ja, zu mir, mach du mal deinen Schmerz. Ich bin gerade hier wieder etwas distracted, um genau zu sein. Töte den Gargoyle mal. Das ist ein Granit-Gargoyle. Der dürfte dann... Boah, ich muss mir erstmal wieder hier ein bisschen sammeln. Hier. Der dürfte die Sanduhr haben. Oder die Kerze? Ich sage, er hat die Sanduhr. Ja, ich wusste es. Er hat die Sanduhr. Borondir, bitte. Nein, er regeneriert sich nicht. Das... Ach, nein. Und ich habe keine Heilerin.
Habe ich irgendwo eine Priesterin, die ihn heilen könnte? Ich hätte den Priester mal gut. Was hat die denn? Die hat weiße Magie, Leben 6. Aber die ist Stufe 12. Na gut. Wie gesagt, ich habe gerade keine Zeit an. Ich werde einfach nach Pi mal Daumen. Ich habe um... Ja, ich laber, glaube ich, schon 3 Minuten. Emerald, ich möchte, dass du mit Boron dir redest. Was gibt es? Das Tor ist geschlossen. Das Tor ist geschlossen. Könnt ihr es einreißen? Nein, aber wir kennen den Weg, wie es zu öffnen ist. Diese Imperialen sind rechte Stümper, was Schlösser betrifft. Okay, danke. Das ist schon mal... Nein, ihr bleibt da. Das ist schon mal sehr nice. Das Problem ist, Borondia, wie gesagt, darf nicht sterben. Deswegen werde ich ihn aus allen Kämpfen, bis alle Türme weg sind, raushalten. Damit ich ihn noch ansprechen kann. Weil ich bin mir echt nicht sicher, ob er jetzt noch essentiell für die ganzen Sachen ist. Ich glaube schon. Oh, ein Troll. Hier ist ein Troll. Ja, was ist denn hier? Sieht aus wie das Portal, um ehrlich zu sein. Aber um den Troll kümmern wir uns jetzt noch nicht. Denn, ja, wie gesagt. Da sind wir noch nicht. Dazu brauchen wir unsere Armee. Aha. Sofort. Okay. Jetzt wird's knifflig. Ich weiß nämlich nicht... Ah, doch, das ist Borondir. Ich will mal Boromir sagen, aber dabei ist das nicht Boromir. Also ich muss noch wahrscheinlich ein bisschen den Sound justieren, ja, aber das wird schon, denke ich. Bumm. Na gut, euch kann ich noch kaputt kloppen. Schnell. Okay, Moment. Mir nach. Okay, das sind jetzt 6 Stück. Borondir bleibt hier hinten, wie gesagt. Die 4 Zerstörer. Okay, es... Passt auf, sie haben euer Vorhaben bemerkt. Sie greifen an. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, es laggt gerade. Nee, es sind gerade ein bisschen so... Blitzfehler, würde ich sagen. Die fokussieren sich. Was machen die da? Borondir, du hältst... Oh nein, 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 nein. Du bleibst hier hinten, bis die Eisernen kommen. Eisernen, sag ich schon. Ich hab einen Eisernen. Da sieht man mal wieder... Vorsicht, Gegner. Leute. Auf mein Kommando. Mir nach. Verflixt! Lasst euch durch! Kommt hierher zurück! Ich gebe euch noch ein paar meiner Leute! What? Okay. Sie sind überall! Die Rune ruft. Oh, okay, das Ding wurde... Okay, das war jetzt wieder etwas... Zrrs war das. Haltet durch, Männer! Gar nichts. Sag bloß, ich habe die Quest verbuggt, indem ich jetzt hier... Leute, kommt mal her und helft denen. So, wir haben jetzt unsere Armee. Ah, hier sind noch Zerstörer. Perfekt. Die Rune ruft. Befehl. Wer ist gestorben? Wir werden angegriffen. Halte durch, Männer! Meine Armee... Hier. Oh Gott, da kommen sie! Borondir, weg da! Borondir, ich will nicht, dass Borondir stirbt. Ich will immer Boromir sagen! Auf wir sind in Gefahr! Feindkontakt. Borondir! Geh! Oh, er wurde geheilt. Sehr schön. Aber er bleibt bitte hier. Die Diener der Nacht sind hier! Vorsicht, sie sind hier! Und die Zerstörer müssen eigentlich auch da weg! Mein Bogen für die Rune. Geh weg. Leute, ihr seid nicht für den offenen Kampf bestimmt. Geht besser weg. Echt jetzt. Das ist besser für euch. Es ist gerade wieder ein wenig chaotisch, also so wie man es von meinen Let's Plays gewohnt ist, weil die sind ja immer etwas chaotisch. Oh, gehst weg. Die sind ja immer ein bisschen chaotisch, meine Let's Plays. Gute Kenner meiner Let's Plays müssten das eigentlich noch wissen. Aber hey, so.
Kann ich jetzt nochmal mit dir reden, Borondir? Was soll ich tun? Wahnsinnig praktisch. Oh, das war ein Schlachtfeld, aber ich habe keinen meiner Männer verloren. Einsatzbereit. Alles klar. So wie es aussieht, das gefällt mir auch sehr. Was gibt es? Ich sehe dich kaum. Nee, ich kann nicht mehr mit dir reden. Okay, hab ich denn jetzt eine Quest erfüllt? Durchquert das Portal nach Chaldun. Alles klar. Bereit. Und los. Ich bin kurz da. Aha, da ist noch ein Zerstörer. Leute, wisst ihr, was ihr jetzt macht? Ich habe diese komischen... Ihr geht hierhin zurück. Denn ihr werdet nicht mehr gebraucht. Ja. Sofort. Aber ich speichere natürlich mal. Never Shade Frontier. Ihr seht, wie lange ich schon nicht mehr aufgenommen habe. Das ist echt ewig her. Euch kann ich wegmachen. Meinen einen Helden lasse ich jetzt einfach mal. Aber ich würde sagen, Leute, das war wahrscheinlich jetzt ein sehr kurzes Video. Also im Vergleich kurz. Das ist quasi nur so ein kleines Intermezzo. Ich habe jetzt... oh, da kommen schon wieder weg. Ich experimentiere noch ein bisschen rum, aber es gefällt mir schon mal sehr, was ich hier sehe. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann wirklich weiter mit Spellforce, wenn ich alles richtig justiert habe, wenn ich meinen Timer auch wieder anhab. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter, wenn wir hoffentlich endlich die Schattengrenze abschließen können und ich mit meinem PC voll loslegen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.